Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauer aus ganz Niedersachsen. Eine Bombenstimmung hier in Walsrode. Herzlich willkommen zum großen Finale unserer NDR-Sommertour. Wir sind heute in der Hermann-Löhn-Stadt in Walsrode. Station Nummer 4, es ist die letzte. Gucken wir nochmal gemeinsam auf die Karte. War eine tolle Tour diesen Sommer hier durch das Land. In Wilhelmshaven ganz oben waren wir. Wir waren in der Hansestadt Stade. In Alfeld haben wir letzte Woche gefeiert. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Ja, und heute der große Kehr aus Station Nummer 4 in Walsrode. Viele von Ihnen zu Hause werden wissen, das ist der Ort mit dem weltgrößten Vogelpark. Also schräge, bunte Vögel gibt es hier reichlich. Wir müssen heute aber mal zählen, ob wir 250 davon in 60er-Jahre-Montur verkleidet haben. Denn das Thema, Sie werden es mitbekommen haben unter der Woche, ist Dirty Dancing. Diesen Film, den ja wohl alle gesehen haben. Und ein Teil der Wette, wir zeigen Ihnen das mal, ist, dass wir angefangen haben mit Sendungen zu zählen. 250 Walsroder brauchen wir, die aussehen wie Baby und Johnny aus dem Film. Die müssen nachher auch noch singen und tanzen. Und die Kulisse muss auch noch stimmen. Das gucken wir uns gleich an. Tja, das war das Wetter fürs Wochenende. Hier erwarten wir gleich ein richtiges Donnerwetter. 250 verkleidete Walsroder, aber erstmal inspizieren wir Teil 1 der Wette. Die Kulisse. Sie kennen den Film Dirty Dancing. Das ist hier sowas wie eine Riesenausgabe der Tanzfläche. Tach, die Damen und die Herren, sehr schön verkleidet. Und dann darf ich mal ganz kurz hier durch, weil das auch sehr schön geworden ist. Ich tue mal eben so, als wäre ich Patrick Swayze. Und hebe sie hoch. Also eine tolle Figur haben die hier ausgezogen. Und der Schriftzug da oben ist auch komplett. Sehr schön verkleidete Leute. Ich hoffe, sie alle haben wir schon gezählt. Und da hinten wollen wir mal zum ganz langen einmal vorbei. Achtung, schönen guten Tag. Von Kellermans. Ja, also wer den Film kennt, das war ja quasi so der Freizeitclub, in dem die alten Herrschaften sich da vergnügt haben. Und Sie sind sowas wie das Personal. Richtig, ich bin der, der hier die Übersicht hat. Und im echten Leben? Bin ich Beamter beim Katasteramt. Deshalb wahrscheinlich auch hier das Klemmbrett. Können wir das mal sehen? Was steht denn da drauf? Heute haben wir um 14 Uhr Hula im Pavillon und um 15 Uhr Cricket auf dem Golfplatz. Und am Ende wird schmutzig getanzt, denn wir sind ja bei Dirty Dancing. Darf ich das mal eben zeigen? Also, wie im Film, Kulisse haben wir. Wir zählen weiter. Die Leute gehen hier hinter und vor uns vorbei. Gehen Sie ruhig durch, ja, mit so vielen schönen Verkleidungen. Das gucken wir uns sehr gern an. Schwester Elisabeth ist auch da. Das sieht ja entzückend aus. Wer ist denn Schwester Elisabeth? Ich bin Gemeindeschwester und bin hier, habe gehört, dass hier nun viele Jugendliche vielleicht übernehmen werden und ich bin zur ersten Hilfe bereit. Okay. Applaus für Schwester Elisabeth, die haben wir auch, gehört auch zur Kulisse. Und wir wollen uns mal angucken, wie das heute gelaufen ist, der letzte Aufbau der Kulisse, weil man da auch wieder sieht, das ist das, was wir wollen mit der NDR-Sommertour. Alle machen mit und alle arbeiten gemeinsam. Henning Ort zeigt Ihnen, was heute noch passiert ist. Die 1. 12 Helfer, 10 Bauteile von H1 bis V6 oder so. Die müssen runter und in die richtige Reihenfolge, wenn das hier am Morgen auf dem Walsroder Festplatz was werden soll. Mit dem Tanzboden aus dem Film Dirty Dancing. Szene 9, Take 1. Und bitte! Um einen Film, wohlgemerkt um einen eigenen, geht es zeitgleich in Altenbeutzen bei Walsrode. Seit 2015 produzieren die Timebreakers, die Zeitbrecher, Kinderfilme als No-Budget-Produktion über Sagen und Mythen der Heide. So erfolgreich, dass der erste Film sogar im Kino lief. Es geht immer um Zeitreisen, Teil 2 ist derzeit in Arbeit, Teil 3 in Vorbereitung und der passt wiederum zur Stadtwette. Beim dritten geht es wahrscheinlich in die 60er Jahre. Nicht kleckern, klotzen ist das Motto auf dem Festplatz. Es ist die erste Sommertour-Deko, die ein Sattelschlepper liefern muss. Die Walsroder Speditionen waren da sofort mit am Start. Sowie unzählige helfende Hände, inklusive der Heidewerkstätten und der berufsbildenden Schulen. Walsrode bewegt sich. Gemeinsam sind wir stark. Ist so. Und ich muss auch sagen, es macht Spaß. Es ist eine gute Idee. Ich finde das mal. Dass auch so viele Leute da, so viel Power da, das ist echt schön, sehr schön. Bei den Timebreakern in Altenbeutzen ist derweil Drehpause. Super, danke nochmal. Und die wird genutzt, um im Kostümfundus ihres dritten Films, der in den 60ern spielen wird, was für heute Abend rauszusuchen. Wir haben auf dem Speicher meiner Schwiegermutter mal geguckt und die ist in der Zeit aufgeblüht, das waren ihre jungen Jahre. Und die hat mal eben gesagt, ja, nimm die Klamotten mit. Wer noch was braucht, auch verleih die ruhig, das ist kein Problem. Und so sind die Sachen zusammengekommen. Bleibt die Frage, mit wie vielen Timebreakern Walsrode heute Abend rechnen kann? Alle. Ich denke auch. Super.
Mittlerweile nimmt der Tanzsaal aus dem Film Dirty Dancing seine wirklich große Gestalt an. Walsrode setzt einen neuen Maßstab, auch in Sachen Machen und Mitmachen. Das fördert den Zusammenhalt, das fordert den Zusammenhalt. Das ist auch eine Aufgabe, die man gemeinsam bewältigen kann. Ne? Und hätten auch viel mehr Leute noch helfen können. Also wir hätten die gar nicht alle unterbringen können im Laufe der Woche. Jetzt ist es natürlich ganz toll, dass es so viele angefasst haben. Das finde ich schon richtig stark. Echt. Schon eine tolle Leistung. Ja. Und weil das so ist, klappt es angesichts des gemeinsamen Helferschwungs am Ende sogar noch mit einer ganz speziellen Walsroder-Hebefigur. Tja, liebe Zuschauer, ich habe gehört, irgendwie waren wir gerade weg. Ich hoffe, jetzt sind wir wieder da. Wir sind in Walsrode. Wir sind da, wo Johnny und Baby in Dirty Dancing tanzen gelernt haben. Den Spiegel haben wir auch. Haben wir 250 Walsroder, ist die Frage. Ich zähle mal, wie eben im Beitrag gesehen, die Timies noch mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, der ist auch hier. So, und jetzt wollte ich mal eben fragen, wie alt bist du? 11. Du, kannst du mal ganz kurz leise sein, weil wir Hallo, interviewen gerade. Hi, grüß dich. Ganz kurz Hallo, mal leise. Hallo Niedersachsen. Hallo Andrea. Ganz leise. Wir telefonieren, wir reden gerade mit den. Sag mal, ein junges Mädchen wie du, woher kriegst du die 60er-Jahre-Kleidung? Aus dem Internet. Aus dem Internet. So, und warum habt ihr euch denn heute so verkleidet? Wollt ihr mal unbedingt mithelfen, Walsrode? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie geht der Abend für euch noch weiter? Sag mal, dürft ihr nachher noch mitfeiern? Also, wir tanzen gleich noch mit und dann bleiben wir hier noch ein bisschen. Das heißt, Applaus für die jungen Herrschaften, die helfen hier, dass Walsrode die Stadtwette gewinnen will. Ja, gucken wir gleich mal. Und es soll ja Menschen geben, die den Film Dirty Dancing noch nicht geben und für die hat, den Film noch nicht kennen und für die hat Katrin Heineking da mal was vorbereitet. Gucken Sie mal hier.